Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Video. Heute zeige ich euch zum zweiten Mal meine Slime-Sammlung. Also das sind alles neue Slimes, die in der ersten Slime-Sammlung nicht drin waren. Und weil ich in letzter Zeit so viele gemacht habe, gibt es morgen noch den dritten Teil der Slime-Sammlung. Denn ich habe da noch 10 Slime und ich wollte es nicht alles in ein Video packen, das wäre sonst einfach zu lang geworden. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. Gut, das ist ungefähr so die Reihenfolge, in der ich die gemacht habe, aber bestimmt nicht genau. Fangen wir mal mit dem ältesten an. Der ist schon uralt. Das ist einer der ersten Slime, die ich gemacht habe. Und zwar war das ein Test mit einem Waschmittel-Slime. Mit diesem rosanen Waschmittel, rosa oder lila. Und der war anfänglich ganz prima, das war ein schöner Slime. Und der ist komischerweise nicht fest geworden, sondern der ist total flüssig geworden. Der war wochenlang ein richtig schöner, guter Slime. Und jetzt ist es, ja, entweder wie Jiggly Slime oder einfach wie Kleber. Darum habe ich jetzt auch den Handschuh an, weil ich nicht gleich mit klebrigen Fingern anfangen will. Wollte ich euch einfach nur mal zeigen, dass eventuell so ein Waschmittel-Slime nach langer Zeit plötzlich so flüssig werden kann. Von dem gibt es aber kein Video. Den habe ich gemacht, als ich für den Fluffy-Waschmittel-Slime getestet habe. Also schon Ewigkeiten her. Gut, jetzt gucken wir mal hier. Das ist der Clear Slime. Immerhin ist der jetzt wieder ziemlich schön klar. Also die Blasen haben sich alle abgesetzt. Mal gucken, was der wohl für eine Konsistenz hat. Aha, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der flüssiger ist, aber ist ja interessant. Er ist auf jeden Fall nicht zu flüssig geworden. Ja. Ist ein schöner Clear Slime, würde ich sagen. Oben etwas fester als unten, aber das ist ja normal. Gut. Da bin ich jetzt überrascht, wie gut er sich eigentlich gehalten hat. So, na, ich könnte ihn noch mal raus, so richtig rausholen. Da er ja nicht so... Ich hatte eigentlich gedacht, dass der vielleicht zerläuft oder so, aber ist noch ziemlich in Ordnung. Na, da reißt er. Aber die Slimes ohne Rasierschaum und überhaupt ohne irgendwelches Seifenzeugs sind meistens sowieso nicht so haltbar, finde ich. Und dafür hat er sich jetzt ziemlich gut gehalten, finde ich. Klebt ein bisschen, aber das ist wohl der Preis dafür, dass er überhaupt noch so elastisch ist. Und hier ist der Wassermelonen-Slime. Ich muss mir jetzt auf einige Aufkleber machen. Okay, den hätte ich gleich erkannt. Da sieht man hier unten so schön die Wassermelonenkerne. Den kann man also kaum verwechseln. Aber bei vielen anderen Slimen, da frage ich mich oft, was war denn das jetzt für einer? Weil es echt viel geworden ist. Ich finde, er hat sich sehr schön hier so abgesetzt in dem kleinen Töpfchen. Ich habe auch absichtlich ein rundes Töpfchen für den genommen, weil Wassermelonen sind ja irgendwie rund, zwar viel größer. Gucken wir mal. Ja, das geht gut. Ja. Der ist noch ganz prima. Man kann hier noch wunderbare Schnecken draus formen. Man merkt schon, dass er nicht mehr so ganz frisch ist, aber ich finde, er hat sich sehr gut gehalten. Man kann ihn auch noch schön breit ziehen. Ja, schöner Slime.
Und das hier ist jetzt, glaube ich, der einzige in dieser Runde, der kein richtiger Slime ist, sondern halt eher so ein knetschleimartiges Zeug. Das ist dieser Knete-Schleim mit Model Magic. Und den fand ich immerhin interessant genug, dass ich den aufgehoben habe. So, wo man diese Model Magic Modelliermasse mit, ich glaube, mit Rasierschaum verknetet war das. Und der ist noch genauso wie am ersten Tag. Das spricht ja wirklich für den. Ja. Also ich finde, der kommt auch von den nicht richtigen Slimes einem Slime fast am nächsten. Und fühlt sich gut an. Es macht also richtig Spaß, mit dem zu kneten, immer noch. Okay, hier ist jetzt der Cleopatra-Slime. Den Kleber werde ich mir jetzt auch mal in transparent kaufen und ausprobieren. Weil, ja, will ich wissen, wie der ist. Okay. Ja, ist so ein bisschen hart. Aber ansonsten fühlt er sich noch ganz gut an. Der war ja von Anfang an ein bisschen zu hart, weil ich da wohl zu viel Natron reingemacht hatte. Aber man kann ihn noch sehr schön kneten. Und um die Härte nach ein paar Tagen zu testen, weil das ja bei weißen Klebern immer schwierig ist mit der Haltbarkeit, habe ich, glaube ich, noch am Abend, nachdem ich diesen gemacht habe, habe ich hier noch einen gemacht mit weniger Natron drin und auch mit dem Cleopatra-Kleber. Den habe ich euch noch gar nicht gezeigt, den habe ich nur zum Testen gemacht für die Langzeithaltbarkeit. Also ich habe den dann alle paar Tage immer mal angeguckt, wie der so ist, und der war nach 2 Tagen noch ganz prima. Jetzt ist er auch ein bisschen fest geworden. Aber das ist jetzt ja auch schon ein paar Wochen her. Ich denke mal, da darf ein Slime ein bisschen fest werden. Also er ist noch, sagen wir mal, ganz passabel. Aber nicht mehr top. Das so richtig top ist aber kein Slime mehr nach mehreren Wochen. Okay. Ah, dieser hier. Das ist der Rasierschaum ohne Natron-Slime, also wo ich bei dem FAQ-Video gezeigt habe, wie man einen Slime ohne Natron machen kann, wenn man Rasierschaum nimmt. Und den habe ich dann später noch lila gefärbt, darum ist der lila, der war in dem Video, was ihr kennt, war der weiß. Jetzt gucken wir mal. Ja, wunderbar. Der war ja immer sehr weich und ich muss sagen, der hat sich sehr schön weich gehalten. Ein echter Vorteil. Und momentan klebt er gar nicht. Der hatte sonst schon die Tendenz zu arg zu kleben. Aber jetzt würde ich sagen, ist der klasse. Ich fand ihn ziemlich schwierig zu machen, weil man so endlos viel Kontaktlinsenlösung brauchte und dann auch immer wieder neuen Rasierschaum. Aber wenn ich mir jetzt das hier angucke, bin ich doch recht begeistert. Und er glänzt wunderbar. Also der ist echt noch ganz gut und der ist ja auch schon ein paar Wochen alt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele. Aber den finde ich noch richtig gut. Okay, hier habe ich den Einhorn-Slime. Kann man auch so richtig schön sehen, wie der glitzert. Also das gefällt mir schon. Und mir gefällt auch dieses
halbtransparent weiße von dem so gut. So ist halt ein Einhorn, wie ich es mir vorstelle. Viele von euch haben ja geschrieben, sie stellen sich Einhörner rosa vor. Gut, wunderbar, macht rosa Farbe rein. Weil ein Einhorn ist ja ein Fabelwesen, da stellt sich jeder ein bisschen anders vor. Und dann kann man den Slime auch so machen, wie man sich das Einhorn vorstellt, finde ich. Der ist so ein bisschen fest geworden, hier reißt leider auch schnell. Ich frage mich, ob da eventuell das Duschgel, das ich genommen habe, für dieses schnelle Reißen zuständig ist. Denn das war so ein, also kein Öko-Duschgel, aber so eins ultrasensitiv oder so. Ich hatte kein anderes, das transparent war. Und ich würde aber wahrscheinlich, wenn ich den nochmal mache, versuchen, ein Duschgel oder Shampoo zu finden, das nicht so ultrasensitiv ist, sondern ganz normal, so nur nach 15 Duschgel, aber was durchsichtig ist. Und das wäre vielleicht besser, aber habe ich noch nicht ausprobiert. Muss ich einfach mal die Augen aufhalten nach so einem voll transparenten Duschgel, das ja so im Billigsegment findet man oft die besten Duschgels und Shampoos für Slime. Also das ist da, je billiger, desto slime-tauglicher, habe ich den Eindruck. Jo, aber er glitzert noch sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, aber für mich sieht er wunderbar schimmerglitzerig aus. Gut. Okay, was haben wir hier? Fluffy Masken Slime. Okay, das ist dieser rosane. Gut. Na, der lässt sich doch noch ganz gut ziehen. Einige von euch haben geschrieben, dass bei ihnen der Maskenslime immer so schnell hart wird. Diese Beobachtung habe ich persönlich noch nicht gemacht. Bei mir sind auch die Maskenslimes vergleichbar wie mit den Kleberslimes. Also es hängt davon ab, wie viel Natron drin ist, was sonst so drin ist. Und der ist ja eigentlich hier ganz passabel, finde ich. Glänzt auch schön. Okay. Ja, und das hier ist der Waschmittelslime. Und oh Wunder, eigentlich ist so die Grundregel, mit Waschmittel kann man keinen Clear Slime machen. Aber ich würde sagen, das ist eindeutig Clear Slime, wenn auch so in Türkisfarben. Und er ist sehr, sehr schön durchsichtig geworden. Total klar. Das war ja gar nicht beabsichtigt. Der war mit Maske und Waschmittel, mit diesem Persil-Color-Gel. Und es ist ein sehr schöner, aber ein bisschen klebriger Clear Slime geworden. Aber es hat eine Weile gedauert. Der ist noch nicht lange so klar. Dann hole ich ihn nochmal ganz raus. Ja, der klebt schon ganz ordentlich. Hängen mir überall noch die Slime-Reste an den Fingern. Ja, geht einigermaßen ab von den Händen. Aber wenn ich jetzt ernsthaft was mit dem machen wollte, würde ich da vielleicht noch Waschmittel dazugeben. Das kann auch sein, dass die warmen Temperaturen den so weich gemacht haben. Gut. Also zum ernsthaft Spielen ist der jetzt zu flüssig, aber er ist wunderschön klar geworden. Jetzt packe ich ihn da mal wieder rein. Okay, die Finger sind wieder einigermaßen sauber. Jo, und hier habe ich noch den Rasiergel-Slime. Da bin ich auch mal gespannt,
wie der sich gehalten hat. Hm, nicht schlecht. Ja, fühlt sich gut an. Zieht sich gut. Hey, prima. Wunderbar. Der ist noch, ja, im Prinzip so gut wie vorher fast. Das war auch so ein Slime, der am Anfang irgendwie nicht richtig fest geworden ist, der noch ewig lange geklebt hat. Und vielleicht ist das gut für die Haltbarkeit, wenn so ein Slime noch Ewigkeiten klebt. Das war zwar am Anfang etwas störend, aber jetzt ist es natürlich toll. Hm, da reißt er mal, aber das ist ja immer so, wenn man zu schnell zieht, dann reißen die. Und der hier lässt sich schon noch sehr gut ziehen. Und glänzt auch schön. Ja, da würde ich ganz klar sagen, hier dieser inzwischen violette Rasierschaum ohne Natron-Slime und dieser Rasiergel-Slime und der Wassermelonen-Slime, die haben sich eigentlich am besten gehalten, finde ich. Jetzt in dieser Runde. Und da bin ich auch ganz zufrieden mit der Haltbarkeit von denen. Und die anderen sind halt unterschiedlich. Ja, gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Slime machen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal.